Was auch nervt, ist die Dunkelheit. Irgendwie ist es in diesem Spiel auch immer nur Nacht. Wir hätten da vorhin in dem Bett mal schlafen sollen. Welche Haut? Ah, ein Lux. So, ein kurzer Blick auf die Karte. Östlicher Strand, hat er gesagt. Das ist dann hier so. Das heißt, wir gehen mal erstmal hier das hier abchecken, was das ist. Und dann schauen wir uns den Strand an. Ja, dann sind wir kurz wieder hier hoch. Und hier lang. Komm her, du Spinn. Warum? Warum? Kann es nicht mal eine Spinne, eine Insel ohne Spinne geben? Scheiß Spinnen! Ja. Absolut. Bin ich noch richtig? Jo. Naja, aber bald wird ja auch kein Spinne mehr leben. Da kommt gleich einer aus diesem Sack gehüpft. Ist ja schon. Komm. Was? Was? Das ging schnell. Ernsthaft? Wer hat die uns getroffen? Nein, Bones, ich will nicht mit dir reden. Ich will looten. Naja. Bringt es eigentlich was, eine Fackel zu benutzen? Nicht wirklich, ne? Oh. Naja. War ein Versuch wert. Los, schlitzen wir ein paar Kehlen auf. Gut so. Okay, hier geht's rüber. Was ist das für ein Geräusch? Daneben. Ja, ja. Das ging schnell. Oh, ein Teleportstein, danke. Danke. Ein Geldsack? 50 Gold, okay. Besser als nichts. Obwohl, wir haben mittlerweile so viel Gold, da ist das eigentlich egal, oder? Was ist das hier? Ein Bett. Oh, sehr gerne. Ich ahne Böses. Ja. Dann verlieren wir mal wieder ein bisschen Seele. Naja, wir haben ja genug. Aber den Seelenstaub nehmen wir mit. Ganz schön viel diesmal. Wieder diese Träume. Wann hört das endlich auf? Sobald du deinen Geist wieder hast, wahrscheinlich, ne? So. Tagsüber sieht das auch alles viel schöner aus hier. Halt die Truhe. Aber meine Frage an euch. Wie kommt da oben ein Bett hin? Wer kommt auf die grandiose Idee, da ein Bett hinzustellen? Kriegshammer. 35 bis 90. Oh, daraus kann man einen Geisthammer machen. Der dann 40 bis 95 Schaden macht. Cool. Das werden wir machen, sobald wir eine Schmiede finden. Sehr, sehr schön. Na? Dann wollen wir da mal noch ein paar Spinnen platt machen. Speichern können wir auch mal nebenbei.
schlage ich ein paar Schädel ein. Ciao. Ja, ja. Die lassen sich ja mittlerweile zum Glück ganz gut weghauen. Da sind die toten Snapper, okay. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir gehen hier an Land und schauen uns da mal um. Machen wir hier drüben. Ein Schlangenwurz. Es ist friedlich hier. Zu friedlich. Gut, hier geht's schon mal nicht weiter. Da müssen wir wohl rüber schwimmen, so wie es aussieht. Und dort ist wieder ein Varan. Oh, und eine Truhe. Okay, da sind zwei Varane. Ach komm. Ach ja, ach ja. Schnaps der Schatten. Schauen wir mal hier auf dem Schiff, ob noch irgendwas hier anders rumliegt. Oh, eine Spruchrolle. Hier eins tiefer auch was? Oh, das tat. Wissen wir. Aber nicht so schlimm. Hier etwas? Nö. Gut. Dann hauen wir mal die Varane weg. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Didum. Genug Munition. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Das ging schnell. In der Tat. Drum geballert geht's schneller. Eine Muschel. Muschel. Okay, er hat was gesagt, von wegen an Strand gespült, ne? Dann müsste ja hier irgendwo was sein. Ah, verwitterte Flaschenpost. Eine Flaschenpost. Was wohl da drin ist? Ach. Wenn wir sie finden würden. Muss auch hier bei sein, oder? Rezept, ist ja auch falsch. Baupläne sind falsch. Schlüssel sind falsch. Okay, fangen wir mal oben an. Da ist er. Jetzt müssen wir die Notizen hier suchen. Vitus-Notizen. Notiz, bla. Über Seeschlachten. Oh, ist ja nicht mehr da. Die gehört da oben mit hin, Mann. Unser Schiff ist auf Grund gelaufen. Die Wasservorräte neigen sich dem Ende zu und das Schießpulver ist nicht mehr zu gebrauchen. Doch es ist nicht alles zum Schlechten bestellt, denn diese Insel ist nicht unbewohnt. Wir sind hier auf einen alten Untoten zu Hause gestoßen. Erzählt etwas von Schätzen in der Nähe. Die werden wir bald heben, bevor der Spinner merkt, wem er das verraten hat. S. -Punkt. Aha. Und wir noch 11 Teleportsteine. Passt. Cool. Was da wohl drin ist. Ja, das hast du gerade erfahren. Wer ist S. -Punkt? Ach, roll dich doch weg, Mann. Und du musst dich nicht immer angesprochen fühlen, wenn ich die Viecher looten möchte. Gewöhn das mal ab. Mhm.
Pilz. Und warum liegt die Flaschenpost dort am Strand? Scheint hier nichts zu sein, okay. Okay, dann schwimmen wir noch mal kurz darüber. Mehr als Muscheln werden wir hier wahrscheinlich auch nicht finden. Nee. So weit raus werden wir nicht kommen, alles klar. Dann würde ich sagen, haben wir das hier abgefrühstückt. Gehen wir mal hier hin und den Weg hier unten lang da zu der Ruine. Das wird unser nächstes hier sein. Eine Blutwurzel, okay. Nichts liegen lassen hier. Alles brauchen wir. Oh, was haben wir hier? Da hinten ist ein Golem und eine Wasserechse. Das könnten wir auf dem Rückweg mitnehmen. Ja, komm. Erstmal hier die Skelette umhauen. Das könnte sogar klappen. So, Nummer 1. Na, bei uns hast du es. Nummer 2. Knochen. Schäde. Na, den können wir bei uns geben. Darf es uns zertrümmern. Manchmal habe ich dieses Kratzen. Das sagt mir dann immer, dass wir besser Acht geben sollten. Und manchmal verschwindet es einfach, wenn ich die Hose wechsle. Es gibt Dinge, die muss ich nicht wissen. Nee. Echt mal. Gerade um das gute Opferfleisch. Das sieht aus wie eine Spinnenhöhle. Na komm, warum mit ihm reden? Gehen wir hier doch gleich mal rein. Oh ja. Hier sind so 1, 2, 3 Spinnen. Vielleicht auch 4. Autsch. Soll ich eine Reihe aufstellen? Bones. Das tat weh. No, Bones. Die will keiner reden. Und die noch. Okay, da hüpft gleich noch eine weitere Spinne raus. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Ja, genau. Bleib dann diesen Ast hängen und du haust da durch, ne? Scheiß Spinnen. Ach, was ist hier? Schafauge? Dann gehe ich erstmal hier rein. Spinnenstachel. Da fällt uns gleich einer auf den Kopf. Und aus der Wand springt auch einer. Ging schnell.
Ja, also langsam kämpft man die ganzen Ecken, ne? Los, komm runter. Pilz futtern wir gleich mal. Schaden wird's nicht. Oh, ist noch ein Pilz. Da unten brennt ein Lagerfeuer. Ein verstecktes Tal. Genauso versteckt wie mein Knochenbeutel. Knochenbeutel? Jeder Arzt hat einen Knochenbeutel. Der gehört zur Grundausstattung. Verstehe. Aha. Aber gut. Um das Tal kümmern wir uns später. Erstmal die Stadt. Immer schön eins nach dem anderen. Aber jetzt gehen wir den Weg dahin. Und wir haben ihn vor allem schon freigelegt. Und quatschen wir mit dem Typ hier, der... Dem ist offenbar egal, ist, dass am Eingang da irgendwie Skelette rumhingen. Oh, ist das eine Schmiede? Ach nee, er trainiert hier. Zum Armheben, okay. Hey, ich machen. War zuerst hier. Sie gehört mir. Such gefälligst woanders nach einer Braut. Und jetzt zisch ab zu Carlos und mach dich nützlich. Kannst Diaz gleich mitnehmen. Ich habe nicht vor, dir was wegzunehmen. Aber sicher doch. Stiefelst den ganzen Weg hierher nur, um die Aussicht zu genießen, ne? Von wegen. Circe wird mein Weib. Der hat's wohl bitter nötig. Ja, komm, wir drücken Arm drum. Lass uns Arm drücken. Du willst es mit mir aufnehmen? Dann lass mal sehen, was du drauf hast. Du hast keine Chance. Keine Chance. Und ich vergesse immer wieder, wie es geht, aber sonst... Alles gut. Nein, verkehrt. Das war zu lahm. Aber... Das sollte besser sein. Bams. Gewonnen! Errungenschaft freigeschaltet, Kraftpaket. Hast du das geschafft? Noch nie hat mich jemand geschlagen. Irgendwann ist immer das erste Mal. Naja, soll keiner sagen, ich wäre ein schlechter Verlierer. Aber gegen dich drücke ich nie wieder. Dann wirst du ja einer, ey. Aber warte mal. Hast du auch hier nichts mehr gegen? Du hast wohl schon lange keine Frau mehr gesehen. Natürlich nicht. Die fallen ja nicht vom Himmel. Und wenn du dann eine hast, dann musst du ihr was bieten. Das wäre? Wirf mal einen Blick auf meine Muskeln. Wenn ich die spielen lasse, dann schmilzt sie dahin. Kannst ruhig mal anfassen, wenn du willst. Ja, nee. Schon gut. Das mit der Pflichterfüllung nimmst du nicht so ernst, oder? Sag mal, was quatschst du denn da? Hast du hier jetzt das Kommando an dich gerissen, oder was? Ich mach schon noch meinen Dienst. Also heb dir deine Ratschläge für jemand anderen auf. Ah ja. Oh Gott. Wissen wir Bescheid? Was haben wir denn hier? Oh. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Autsch. Autsch. So nicht, mein Freund. Und das und tschüss. Bin noch in die, naja, ehemaligen Klöten getreten. Aber uns Probleme. Das ging schnell. Oh, eine Truhe. Ein höchst komplexes Schloss mal wieder. Streitkolben 10 bis 40, naja, naja. Ah, dass hier keine Schmiede ist. Da gehen wir mal. Das sind noch mehr Skelette. Da gehen wir später hin. Wollte ich eigentlich mit den Leuten hier quatschen. Hallo, Diaz. Mann, was willst du? Ich muss an mein Training denken. Aha. Wozu? Wozu das Training? Es gibt nur zwei Gründe, warum man trainiert. Der eine ist,
um im Kampf die Oberhand zu behalten. Und der andere sind die Weiber. Die stehen auf diesen Scheiß. Aber warum erzähle ich dir das überhaupt? Mach, dass du Land gewinnst. Wie lautet euer Auftrag? Ach, du findest keinen anderen zum Volllabern, was? Na gut, ich sag dir das jetzt nur einmal, Junge. Also, hör mir gut zu. Hector und ich sollen die Nahrungszufuhr sichern. Aber das hat Zeit. Was ich hier gefunden habe, ist wichtiger. Carlos kann warten, meine neue Frau nicht. Mhm. Hector scheint dich nicht zu mögen. Das sieht ihm ähnlich. Der ist nämlich ganz neidisch auf meine Braut. Aber wundert mich nicht, dass sie ihn abgelehnt hat. Mit der Visage wird er noch lange suchen müssen. Was hast du anzubieten? Hier, sie selbst. Aha, ein schwarzes Hemd. Na toll. Roter Mantel, auch geil. Schmückt die Hälse der schönsten Frauen. Ja, kann sein. Ist nichts für uns. Nehmen wir mal einen Schluck und dann reden wir mit Eulen. Ne? Beziehungsweise. Kammerjäger. Und da sie gerade nicht hinguckt. 100. Warte. Ach ja. Nein, so nicht. So auch nicht. Die 4. Die 4 auch nicht. Okay. Die 3. Okay, die 3. Die 3. Zack und zack. Aha, Nekromantie. Schattenkrieger, Schattenkrieger. Geht so, ne? Oh, hier ist natürlich auch geil, neben dem Skelett zu liegen.